Here we go. Hallöche Leute, Wallamot Ghoul ist und willkommen zurück zu einem neuen Part von Rayman 2. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder da draußen, wir spielen unter der Zuflucht von Fels und Lava. Im letzten Level war es ja die Zuflucht von Fels und Lava, jetzt sind wir darunter. Also bitteschön. Ich habe wie immer noch meinen wunderschönen neuen Controller an. Das freut mich sehr und es gibt aber auch noch eine zweifelhafte Nachricht, die allerdings uns alle betrifft. Oh, wir haben eine Cutscene, okay, dann bin ich mal kurz still. Und schau, was hier abgeht. Ja, Lava, das sind wir schon gewohnt. Rayman, das ist nicht zum Fürchten. So, wir kommen nicht weiter, okay. Genki-Dama! Rayman, ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Erst die gute Nachricht. Ich habe genug Energie, dir eine neue Kraft zu geben. Neue Kraft! Gib sie mir! Eine neue Kraft? Yippie! Oh Gott, die Emotion. Du kannst nun mit deinem Helikopter fliegen. Schlecht ist, dass deine Mission nun schwerer wird. Yippie! Benutze die Helikopterkraft, um zu fliegen. Aktiviere den Helikopter und halte die Kreuztaste gedrückt. Drücke zum Bewegen R2. Es wird viel einfacher sein. Aha. Aktiviere zum Fliegen den Heli und halte die Kreuztaste gedrückt. Bewege dich mit R2. Okay, wir können jetzt also fliegen. Was haben wir vorher getan damit, frage ich mich. Wahrscheinlich gut geschwebt mehr oder so. Auf jeden Fall können wir jetzt wohl fliegen. Da bin ich ja gespannt drauf. Aha. Aha. Nee, was? X gedrückt. Mit R2. Da passiert aber nicht so viel. Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn R2 gehen würde. Aber ich glaube, ich ja, herrlich. Ich wollte sagen, ich glaube, ich düse einfach erstmal los. Das hat nicht so gut funktioniert. Gut, da drüben sehe ich eine Lüm. Eine Lüm! Jo, dann düsen wir mal los, ne? Was ist mit R2? Das verstehe ich nicht. Ich meine, R2 funktioniert gerade ohnehin nicht. Von daher, irrelevant, was passiert. Aber... Oh! Holy crap, Alter. Ach du. Ach so, hier ist noch ein Lump. Ein Käfig. Okay. Das ist schon nicht ohne, ne? Das ist schon nicht ohne. Ach, ich muss hier rein? Nee, wa? Nee. Das war jetzt nur für den roten. Okay. Okay, so. Wo geht's denn jetzt hier lang mit meinem Heli? Eieiei, Freunde. Stellt euch mal vor, der Controller funktioniert jetzt nicht so. Also, so wie immer. So scheiße, so wie immer, ne? Das wäre aber heftig, heftige Mission dann, sag ich mal. Aber momentan funktioniert er noch. Wie gesagt, ich habe ja einen anderen, also noch den gleichen zwar, aber... wo geht's denn jetzt hier lang, FF? Ach, hier oben. Ah, ja. Ich habe jetzt ja einen Xbox 360-Controller emuliert, sozusagen. Von daher bin ich erstmal gut... Dass er mich jetzt hier sicher durchfliegt. Alles, was jetzt passiert, ist tatsächlich meine eigene Dummheit. Das hier zum Beispiel, ja. Herrlich! Ich meine, die kann ich auch abschießen, ne? Warum schieße ich die eigentlich nicht ab? Oh Gott, Leute, das wird ein heftiges Level für mich. Das kann ich schon mal sagen, ne? Ich bin jetzt ohnehin nicht so der Flugkünstler, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Noch weniger der Taktiker, was, Oh, verdammte Scheiße! Ich komme ja nicht mal an der ersten Tentakel vorbei. Ach, du dickes Ei. Na, das kann ja was werden hier. Und weiß der Kuckuck, was R2 mir bringen würde? Wahrscheinlich würde es mir die Mission... meiniges erleichtern. Aber ich habe nicht den blassesten Schimmer. Okay, ich muss die Dinger abschießen. Ich bin sonst zu blöd, einfach dran vorbei. Ich bin zu blöd, einfach dran vorbei zu fliegen. Oh, ach du Scheiße. Der Alter, nee, ey. Leicht ist das nicht, Leute. Gott. Oh Gott. Okay, hier kann ich runter. Oh, ein grüner Lump. Jawohl. So, ja, Ausschau halten nach Käfigen natürlich.
Ah, meine R-Tasten funktionieren ja gar nicht, merke ich gerade. Oh, das ist gar nicht gut, Leute, gar nicht gut. Pass auf, ich hole euch gleich wieder dazu. Ich aktiviere mal schnell die R-Tasten. Bis gleich! So, Leute, ich bin wieder zurück. Aber die R-Tasten gehen leider immer noch nicht. Weiß ja, Kuckuck, was da los ist. Auf jeden Fall starten wir jetzt einfach wieder durch. Und, oh, okay, hier ist ein Luftzug. Oh, nein, 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 da war eine Lum. Stopp, ja gut, ich wollte sterben. Denn da war eine Lum. Dafür fange ich das Level nicht nochmal an. Also, puh, okidoki. Das ist eine harte Nuss, Freunde. Und wisst ihr was? Dieses Feuerlevel hier mit Lava und so, das erinnert mich stark an die momentan herrschende Bedingungen. Ja? Das meinte ich vorhin, das betrifft uns leider alle. Es ist heute der 5. Juli. Es ist ein Sonntag. Und ihr wisst vielleicht, was das bedeutet. Es ist dieser Sonntag, der einfach... Oh, also es ist rotzewarm, ne? Es ist wirklich rotzwarm hier. Unglaublich heiß. Gestern war der Samstag, der war noch heißer. Also mein... Lum, 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 lum. Meine... Die ganze Wohnung brodelt, könnte man sagen, ne? Mein Mitbewohner hat vorhin einen Pinienaufguss gemacht. Es ist unglaublich heiß. Und da wollte ich doch mal gucken. Alter, los, du bitte! Okay, er will nicht. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Da wollte ich doch mal gucken, ob es beim guten Raymond auch so heiß ist. Und ich glaube schon. Ich glaube, der fühlt sich gerade genauso warm wie ich. Das. Ach, verdammte Scheiße. Okay, aber wir haben gerade doch den... Genau, hier den grünen Limit genommen. Runter, runter, Baby. Runter, runter, runter. Komm, 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 komm. Scheiß Ding da treffen. Oh Gott, ich schwitze. Ich schwitze vom Reden. Das ist ja unglaublich. Ich schwitze vom Reden, Freunde. Oh, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Eieiei, das sieht aber gar nicht gut aus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, mein Schöner, schieß das Ding kaputt. Jawohl. Triff, triff, triff. Oh, oh, ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Lum, 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 lum. Hier. Oh, hier können wir absetzen. Okay, bringt nichts. Weiter. Oh, 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 okay, okay. Alles klar, alles klar. Oh, stopp, 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 stopp. Raymond, zurück, zurück. Zurück, Junge. Wieso kann er nicht zurück? Hier ist Windzug. Nein, hier ist Windzug. Stopp, stopp, hör auf. Hör auf zu fliegen, Raymond. So, komm jetzt. Spring zurück, Junge. Hep. Wir kommen hier nicht zurück. Das gibt's nicht. Wir will nur in eine Richtung. Okay, wir müssen sterben. Ich muss sterben. Ich habe keine Chance. Ich brauche diese Lum. Diesen Lümmel. Okay, wir sind wieder hier. Kein Problem. Ah, okay, es ist ein Problem. Okay. Eieieiei. Okay, hier ist also Windzug. Ich brauche gar nicht so viel machen. So lenkmäßig, ne? Ach ja, ich sehe das. Jetzt sehe ich es auch gerade. An diesen gelben kleinen Dingern, die da an mir vorbeiziehen. Das, ihr seht es. Es bedeutet, wir haben Windzug. Okay, okay. Komm, komm, komm. Yes, so sieht sie mich aus. Und jetzt hier drin. Oh ja, wir sind safe. Ui, das Level verlangt mir alles ab. Kamera, ja. Hallo, hier bin ich. Kamera drehen ist schwierig, ich habe keine L- und R-Tasten. Sehr schwierig. So, hier oben sind auf jeden Fall Lümmel. Oh, hier ist ein Lümmel. Komm, Raymond, Lümmel. So. Hier ist ein Lümmel. So. Ihr wisst ja, man muss sich bei Raymond immer... Wow, wow, wow. Nebulak, Nebulak. Man muss sich hier immer umschauen. Man kann immer was vergessen. So ist das Spiel ausgelegt. Aber nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir. Ne? Nicht mit mir. Okay, so. Hier ging's runter. Oder? Habe ich das nicht gerade gesehen? Hier. Ja, tatsächlich. Hier ging's runter. So, und hier ist auch ein Käfig. Hier ist ein Käfig. Ich sehe ihn zwar nicht, aber ich höre ihn. So, und hier ist diese Schräge oben. Genau, hier müssen wir gegen schießen. Das kam ja aus dem letzten Level. Zack. Na los, mach dieses scheiß Ding kaputt jetzt. Okay, ich hoffe, wir haben bisher alles. Ich will jetzt nicht nochmal zurück. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Puh, nächster Part. Ich weiß nicht, wie lang das Level ist. Ich hoffe, nicht so lange. Dieses Fliegen ist so, ja, nicht meins. Ja, nicht meins. Oh, vorhin eben ist mir noch was passiert, ne? Alter. Puh, ich habe ausgemacht. Ihr habt es ja mitgekriegt. Ihr wart ja kurz weg, ne? Ich habe ausgemacht. Oh, Windzug. Okay, es geht direkt los. Pass auf, ich habe ausgemacht. Ich musste das Spiel quasi komplett ausmachen, um den... Oh nein, verpasst. Okay, sterben.
um den Controller einzustellen, beziehungsweise R, und hat zwar nicht geklappt, aber ich habe es halt probiert. Und dann, komm, och, so, dann habe ich auf Reset gedrückt und auf einmal starte ich das Spiel, ne, mein Spielstand war weg. Ich so, Alter, das macht keinen Scheiß, das war der Spielstand, das ist eine Lump. Ah, Mann, sterben. Und da war der Spielstand weg. Ich dachte, what? Aber, weil mir das, ihr wisst das vielleicht, im zweiten Level oder vielleicht sogar schon im ersten, ist mir das schon mal passiert. Und seitdem speichere ich immer auf zwei verschiedenen Spielständen, ne? Das passiert mir nicht nochmal. Und dann hatte ich glücklicherweise noch den gleichen Spielstand auf der 5, also einfach nochmal gespeichert, so. Oh, ich habe gerade einen kurzen Herzaussetzer bekommen. Da hat nicht das Level neu geladen. Oh, das gibt's nicht. Der schon wieder die Lump verpasst. Mann! Hat das Level nicht geladen? Ich war im Startbildschirm von Rayman 2. Oh, ich dachte, ich spinne. Und dann ich so, oh, oh, Ottchen, 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 du hast doch die zweimal gespeichert. Und es war richtig. Richtig und wichtig. Gut, dass ich das mache. Okay, ich werde mich jetzt rechts halten. Die Lump war rechts. Ah, verdammt. Verdammt nochmal. Witzig, dass... Ich muss hoch, ich muss hoch. Der war hier oben. Ja, schön hier oben bleiben, mein Schöner. Da ist er, komm. Yes, da war er. Hier ist ein roter, ja, den lobe ich mir. Zack. Und zack. Ich frage mich, wie leicht diese Mission wäre, wenn ich die R-Tasten hätte. Obwohl ich keine Ahnung habe, was sie gerade bewirken würden. Aber sie hat es mir ja empfohlen, ne? Sie sagt, es ist dadurch deutlich einfacher. So, jetzt frage ich mich... Oh, lum, 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 lum. Mann! Wie komme ich denn hoch, verdammt? Ich krieg irgendwie... Oh, das wird eben... Oh Gott, nein, nochmal von hier. Ich komme nicht hoch. Ich weiß immer nicht, wie ich hochkomme. Mit der Taste... Also, vielleicht ohne die Bewegungstaste oder so. Ich habe keine Ahnung, wie ich hochkomme. Wenn ich jetzt loslasse, gehe ich runter. So, wenn ich drücke, gehe ich hoch. Also... Ach so, jetzt... Ach, ich glaube, ich weiß, wofür R ist. R und L, obwohl sie L nicht erwähnte. Das wundert mich ja. Aber ich glaube, die sind zum links-rechts fahren, ne? Ich mach's ja gerade mit dem Joystick, normal halt. Und ich glaube, die sind zum links- und rechts fahren. So, jetzt drücke ich direkt nach oben, komm. Oh, zack, angeeckt. Ich muss... Ach nee, hier noch nicht. Hier, da ist es, komm. Komm, Ottchen, da kommst du durch, verdammte Kacke. Hoch, hoch, Baby, hoch. Hoch, 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 hoch. Geh hoch, fahr da hoch, verdammte Scheiße. Oh, ja. Runter, runter, runter. Ah, stopp, 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 stopp. Oh, oh Mann, verdammt nochmal, ey. Oh Gott, dieses Fliegen, oh Mann. Das bringt mich richtig zum Schwitzen, ihr glaubt es nicht. Mal abgesehen davon, dass das Level unglaublich heiß ist, ne, aufgrund seiner Beschaffenheit, bringt mich zum Schwitzen. Ich meine, klar, das könnte jetzt auch an den 40 Grad Außentemperatur liegen. Ja, ihr glaubt nicht, wie heiß mein Rechner ist. Ich habe einen Ventilator, der Superior, der kühlt momentan meinen Rechner, nicht mich. Das soll schon was heißen. Ah, okay. Also die Lum da oben habe ich ja. So, jetzt kann ich mich eigentlich direkt auf die untere Lum konzentrieren. Also ich muss das hier wirklich Schritt für Schritt machen. Dann muss ich diese scheiß Passage hier 10-mal starten. Aber ich will alle Lums haben. Ja? So nicht, Freunde. So nicht. Nicht mit mir. Ich will alle Lums haben. Okay, jetzt kommt Passage. Hier kann ich jetzt unten durch. Falls das überhaupt so schlau ist. Ja, doch. So, und hier war er hier. Ja, da ist er. Oh, komm, mein Schöner, nimm ihn mit. Yes. So. Lum, lum, lum. Wo ist die nächste? La. Ah. Yes. Ah. Runter, runter. Oh, ein Grüner, ein Grüner. Ja, ja. Nimm ihn. Ja, wir haben einen grünen Lum. Oh, das freut mich. Oh Gott, das freut mich richtig. So, wo ist die Lum? Unten. Ja. Oh, ein Dicker. Zack. Ah. 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 Stopp, stopp, stopp. Okay, okay. Oh, ein Käfig, ein Käfig. Ah, oh, Mann, Scheiße. Ein Käfig, oh, da oben, ah, ich wollte gerade sagen, Käfig und Lum, das ist schwierig, aber es ist nur eine rote Lum, da scheiße ich erstmal drauf, Hauptsache den Käfig. Okay, so, schön gechillt, jawohl. Alter, wie oft bin ich schon gestorben, hier ist ja Wahnsinn. Was für ein hartes Level, ey. Eieieiei. Alter, schießt diesen Käfig ab. Ah, verdammte Scheiße, aber wir haben den Käfig. Ja, ups, okay, wir haben den Käfig. Alles Schritt für Schritt hier. Oh mein Gott, ey. Für ein krankes Level, ja, ohne Scheiß, ne? Puh. So, jetzt könnte ich eigentlich oben durch den roten mitnehmen. Ich versuch's. Ich versuch's mal. Ach, stopp, da oben. Da ist er, da ist er. Yes.
Ja, komm, jetzt bin ich schon oben. Geh mal hier durch. Yes, perfekt. Okay. Lum, lum. Lum, 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 lum. Runter, runter, runter. Ah, nicht zu tief. Nicht zu tief. Okay, okay. Das sieht gut aus. Hier ist ein gerader Tunnel. Das ist schön. Hier brauchen wir nur ein paar Lums abfliegen. Okay, doch nicht. Geh weg, geh weg. Ah. Geh weg. Oh, da kommt einer von oben. Vorsicht. Vorsicht. Zack, da ist er. Schieß ihn ab, schieß ihn ab. Okay, er lässt sich nicht abschießen. Ist egal. Oh. Geh weg. Geh weg. Oh, das scheint mir das Ende zu sein, Freunde. Bitte lass es das Ende sein. Bitte. Muss ich hier irgendwas erschießen? Nee. Oh. Yes. Achso, es geht weiter. Okay. Alles klar. Geht's weiter. Okay, Tür zu. Oh, süß, oder? Wie er da irgendwie schwebt, das finde ich voll süß. Wow, wer bist du denn? Geh weg! Geh weg! Scher dich fort! Oh! Ei, da haben wir eine Backenklatsche bekommen. Okay, was geht jetzt ab? Das scheint mir ein Endboss zu sein. Der sah mir sehr nach einer grimmigen Endboss aus. Hoffentlich müssen wir kein Flugduell gegen ihn machen. Aha. Du bist der Wächter, nicht wahr? Ja, und du bist Raymond, der Maskendieb. Ich bin kein Dieb, ich brauche diese Masken. Oh Gott, die Emotion, Freunde, die Emotion. Zu befreien. Du bist ein Dieb und ein Lügner obendrein. Bereite dich auf dein Ende vor. Oh ja, okay, alles klar. Aber der ist ja völlig durchgeknallt. Du bist ja völlig durchgeknallt. Ja. Was? Lauf, lauf, er wird dich verbrennen, okay. Wow, okay, alles klar. Ich verstehe das Prinzip, auch wenn ich noch nicht weiß. Okay, ich laufe erstmal los, komm. Nicht so viele Gedanken machen, erstmal loslaufen. Hier will ich jetzt nicht sterben. So, komm Raymond, lauf, Junge, lauf, mein Freund. So. Wuppa. Ah, oh, schaut mal hier. Alles klar. Bam. Bam, so läuft es. Okay. Ein, oh, das war fast ein Drittel, war ich würde sagen dreimal nur. Wow, oh, Feuersäule. Dreimal nur, glaube ich. Das war jetzt die 1. Okay, das kriegen wir ja wohin. Da hat man schon schwieriger. Hier ist wieder 1. Wuppa. Zack. 2. Oh, auf zu springen. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ah, hier bin ich. Na gut, 4, wie es aussieht, wa? Das war mir noch nicht die Hälfte. Ups. Uiuiuiui. Hat mich getroffen. Frage ist, ob ihr mich töten würde, wenn ihr an mich rankommt. Der ist jetzt schon ein bisschen näher. Ich muss schneller laufen oder besser springen. Ein bisschen beides. Okay, die Feuersäulen sind nicht das Problem. Das hier sind das Problem. Okay, hier kriegst du auf den Sack, mein Freund. Zack. So sieht's aus. Jetzt kann ich mir ein bisschen Vorsprung rausholen. Yeah. Ach, das war's. Das war's. Ja, ah, das war's. Okay, doch nur dreimal. Woo. Okay, der war deutlich einfacher, der Endboss, als das Level an sich, ne? Okay. Oh, da sind ein Haufen Lumps. Und das gelbe, rote, was? Rote, okay. Ja, kann ich gebrauchen, glaube ich, ne? Wo ist denn das Teil? Hä? Ist das nicht hochgekommen? Ne. What? Ich gehe mal einen weiter. Es war ja definitiv an so einem Hochspringe-Ding. Aber es scheint hier immer im Kreis zu gehen. Hier vielleicht? Nee. Doch! Doch, da ist es. Yes! Wow, das war knapp. Okay, was ist jetzt hier? Hier geht's nicht lang. Ich glaube mal, hier dürfte jetzt das... Ja, was ist das Ende? Und eine dritte Maske, Freunde. Die dritte Maske. All die Strapazen haben sich gelohnt. Wir kommen der Rettung der Welt eine Maske näher. Sehr gut. Ab geht's zu Polokus, dem Maskenwächter, der uns wieder auf charmante und exquisite Art und Weise zulabern wird. Oh, Raymond, danke für diese schöne Maske. Ja, der vielgesichtige Gott braucht seine Gesichter, Freunde. Du hast die dritte Maske gefunden. Der Slenderman. Noch eine Maske und das Wunder nimmt seinen Lauf. Eine Maske noch, Leute. Wir sind dem Ende nahe.
Wir nähern uns. Geh und mach schnell. Ja, wenn Bolokus das befiehlt, dann werden wir unverzüglich das nächste Level starten. So. Uiuiui, Freunde, das Level hat mich echt gefordert. Und ich fürchte, dass wir jetzt immer diesen blöden Helikopter haben und die Level entsprechend immer härter werden. Oh, was auf längere Parts hinweist, bei meiner Noobigkeit, ey. Gott im Himmel. Oh nein, wir haben Lumps vergessen. Scheiße, wir haben nur 47 Lumps. Oh Gott, wo haben wir die denn vergessen? Ich dachte, ich habe alle. Ui, 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 ui. Okay, da muss ich nochmal ran, Freunde. Aber das spiele ich euch wieder im nächsten Video ein. Bis jetzt sage ich aber erstmal danke fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann macht das doch gerne kenntlich mittels eines Daumen und oder Kommentars. Und ansonsten, Leute, sehen wir uns im nächsten Part, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich Tschüssi, Valadoeres und bis bald.